Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. In unserer heutigen Folge schauen wir uns den Shelly 2PM Gen 3 an. Und wie der Name es schon sagt, das ist aus der dritten Generation und bringt somit ein paar pfiffige Fähigkeiten mit sich. Unter anderem könnte dieses Gerät, wenn Shelly soweit ist, Meta unterstützen. Darüber hinaus unterstützt es virtuelle Komponenten und auch der Speicher ist größer und auch die CPU ist leistungsfähiger. So, das Spannende ist, gibt es jetzt mit Generation 3 keine Plus-Geräte mehr? Tatsächlich kann man auf der Shelly-Homepage noch Plus-Geräte kaufen. Aber wer weiß, wie lange das noch möglich sein wird. Ich denke, früher oder später werden die Gen 3 Geräte dann komplett alles übernehmen und die Plus Geräte dann nicht mehr verfügbar sein. Was machen wir in dieser Folge? Wir werden uns das Ganze mal ganz kurz anschauen, so mit einem Unboxing. Dann schauen wir auch ganz kurz die Größenvergleiche an mit einem anderen Shelly Gerät. Darüber hinaus werfen wir einen ganz kurzen Blick in die Betriebsanleitung und dann werden wir das Ganze montieren und dann werden wir das in der Shelly App einbinden und ich zeige euch mehr oder weniger alle Funktionen in der Shelly App, damit ihr einfach da bestens drauf vorbereitet seid. Und wir machen einen ganz kurzen Blick in Home Assistant. Und ich denke, das ist genug Content für eine Folge. Wenn ihr solche Folgen, solchen Content zukünftig nicht verpassen wollt, wisst ihr, was zu tun ist? Abonniert den Kanal. Ansonsten viel zu viel gequatscht. Film ab! Kurzer Hinweis an dieser Stelle. Wenn ihr euch für das Plus-Gerät interessiert und damit eure Rollladen smart machen möchtet, um auch ein paar Euros zu sparen im Vergleich zu diesem Gerät, dann schaut einfach oben rechts, da ist das Video dazu. Da haben wir mehr oder weniger das gleiche, was wir in diesem Video gemacht haben, mit diesem Gerät auch gemacht. Dann seid ihr bestens vorbereitet. Ihr könnt mit diesem Gerät und auch mit dem Äquivalent zum Plus-Gerät nicht nur Rollladen steuern, ihr könntet auch in der Theorie zwei, sag ich mal, Lichter steuern. Und bezüglich zwei Lichtern habe ich auch ein Video gemacht, einfach oben rechts. Und dann habt ihr auch dort die ganzen Informationen bezüglich Lichter und so weiter. Kommen wir nun hier zum Shelly PM Gen 3. Das ist eine Verpackung, wo zwei Geräte enthalten waren. Ansonsten hat sich an der Verpackung und an der Aufmachung großartig nicht viel geändert. Wir haben immer noch hier und dort ein paar technische Highlights. Hier den QR-Code für die unterschiedlichen App-Stores. Und das war's dann auch schon. Ich würde sagen, wir packen jetzt das Ganze mal aus. Nach dem Auspacken erwartet uns hier ein komplett schwarzes Gerät. Wir haben wie immer seit der Plus-Generation hier den Schaltplan auf dem Gehäuse aufgedruckt für 230-240V und für weniger Volt. Und wenn wir das einmal umdrehen, haben wir hinten auch diesen Reset-Knopf und wenn wir den 10 Sekunden lang gedrückt halten, dann bekommen wir das Teil wieder zurück in den Werkszustand. Eine der spannendsten Fragen ist, hat sich hier an der Größe etwas geändert, um zu wissen, ob es hinter meinem Schalter oder der Steckdose das noch passt. Ich habe dazu für euch ein Shelly 2.5. Ich kann euch eins sagen, an der Tiefe hat sich hier nichts verändert, aber wo sich etwas verändert hat, wenn ich das einmal auflege, dann sehen wir, dass es ca. 1-2 mm jetzt breiter geworden ist und auch hier unten ist es, wenn ich das so Stoß auf Stoß anlege, auch um ca. 1 mm bis 1,5 mm gewachsen. Man kann sagen, es hat sich nicht großartig verändert, aber für den einen oder anderen ist das kriegsentscheidend. Ansonsten, im direkten Vergleich finde ich, dass es jetzt komplett schwarz ist, sehr schön. Und hier mit diesem Blau hatte zwar auch was, aber das sieht, denke ich, etwas pfiffiger aus. Wo wir es eben von dem Platzverhältnis hatten, würde ich sagen, machen wir genau da weiter. Wenn ihr so relativ schmale Dosen habt, dann werdet ihr damit nicht glücklich. Ich zeige euch das mal beispielhaft, dann wird das nicht funktionieren. Also nicht solche schmalen Dosen nehmen, die bringen einfach gar nichts. Spannend wird die Thematik, wenn ich so eine tiefe Dose nehme. Dann nehme ich jetzt hier einfach mal so einen Schalter. Und wenn ich das dann hier komplett zumache, dann hört ihr, ist da sogar noch etwas Luft. Das heißt, dann haben wir auch noch Platz hier, um noch mit Kabeln und so weiter zu arbeiten. Richtig spannend wird es, wenn wir sowas nehmen. Da könnt ihr sehen, passt das sehr gut rein und ich könnte sogar theoretisch noch ein zweites reintun. Das würde auch gehen. Natürlich müsste ich hier mit den Kabeln etwas arbeiten. Was nicht geht, ist das hier. Dann geht das hier nicht zu. Bei den Minis ist das sogar tatsächlich noch möglich. Wenn ihr euch für die Shelly Minis interessiert, oben rechts das Video dazu. Da haben wir auch genau so einen Vergleich gemacht in diesen unterschiedlichen Dosen. Einfach für euch hier als Info. Jetzt schließen wir hier mal die Geschichte mit den Platzverhältnissen ab. Wir werfen einen sehr kurzen Blick in die Bedienungsanleitung, bevor wir zur Montage gehen. Wie immer bei Shelly-Geräten, lasst das bitte nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchführen. Darüber hinaus, wenn ihr dieses Gerät bei euch installieren möchtet, denkt bitte daran an den Leitungsschutzschalter und an die Spezifikationen hier. Ansonsten gibt es auch Zuschauerinnen und Zuschauer, die zum ersten Mal hier mit diesem Video mit der Welt der Shellys in Berührung kommen. Deshalb muss ich hier und dort minimal ausholen. Das Shelly 2PM ist hier ein intelligenter Zweikanalschalter.
Das heißt, ihr müsst damit nicht einen Rollladen schalten, ihr könntet in der Theorie damit auch zwei Lichter schalten. Ihr müsst damit nicht nur Rollladen steuern, ihr könnt damit auch zum Beispiel Jalousien steuern, AC-motorisierte Markisen und so weiter. Achtet bitte hier auch auf die Ampere, 16 natürlich insgesamt, aber jeder Stromkreis kann hier nur bis zu 10 Ampere belastet werden. Wenn dieses Gerät zum ersten Mal Strom bekommt, sendet es ein AP aus. Für alle, die nicht wissen, was ein AP ist, also es strahlt sein eigenes WLAN aus. Dort könnt ihr euch einloggen und dann, wenn ihr diese Adresse eingebt, das ist übrigens bei jedem Shelly-Gerät gleich, dann landet ihr auf der Web-Oberfläche von diesem Gerät. Ihr könnt das Gerät, wenn ihr wollt, immer so nutzen, aber es wird empfohlen, das mit eurem Router zu verbinden und sobald ihr es mit eurem Router verbindet, bekommt es seine eigene IP hier von eurem Router zugeteilt. Dann könnt ihr es natürlich nicht mehr unter dieser Adresse erreichen. Dann müsst ihr in eurem Router schauen oder in der Shelly-App, das zeige ich euch aber später. Ganz wichtig, Shelly-Geräte verbinden sich nach der Installation automatisch mit der Cloud. Ihr müsst die Cloud aber nicht nutzen. Ihr könnt die Cloud deaktivieren und könnt es komplett lokal, so wie ich, zum Beispiel mit Home Assistant nutzen. Und was auch cool ist, Shelly zwingt euch nicht, Updates zu fahren. Ob ihr Updates fahren wollt oder nicht, liegt komplett an euch und diese Freiheit finde ich persönlich sehr schön. Ansonsten, wenn wir zu den Spezifikationen kommen, hier die Abmessung schwarz auf weiß, dann habt ihr hier die Arbeitstemperatur von minus 20 bis 40 Grad und auch die Luftfeuchtigkeit. Wichtig für den einen oder anderen, das Teil hat einen eigenen Verbrauch von 1,4 Watt. Ansonsten bringt es folgende Sensoren mit sich, die ihr unterschiedlich in der Shelly-App oder auch über Home Assistant oder andere Systeme ansteuern und nutzen könnt für Automatisierung oder andere Zwecke. WLAN bringt es BGN mit und es hat Bluetooth 4.2. Als CPU nutzt es den neuen ESP Shelly. Es hat einen 8 MB Flash und es kann URL-Aktionen, es kann als Wi-Fi Range Extender genutzt werden für andere Shellys. Es hat ein BLE-Gateway, ihr könnt damit Scripting machen, MQTT ist möglich und auch ihr könnt es verschlüsseln. Laut Shelly wird dieses Gerät auch irgendwann mal das Update zu Meta bekommen, aber man weiß halt nicht wie. Und neben Meta könnt ihr das Teil auch mit virtuellen Komponenten steuern, aber dazu kommen wir später. Anbei der Schaltplan und die jeweilige Legende dazu. Und somit wären wir fertig und ich würde sagen, wir gehen jetzt rüber und montieren mal das schöne Teil. Für dieses Projekt brauchen wir unterschiedliche Werkzeuge und Materialien. Und Safety first, bitte denkt an so einen Spannungsprüfer, wenn ihr euch hier an die Leitung heranwagt. Darüber hinaus, um das Ganze zu montieren und zu demontieren, werdet ihr Schraubendreher brauchen. Um das Ganze zu verkabeln, braucht ihr mindestens Drähte in der Farbe Blau und Braun. Und darüber hinaus dann so ein Abzieher oder so ein Abzieher, das ist einfach so, wie ihr das gerne nutzen möchtet. Und wo wir es hier von den Drähten haben, Klemmen schaden nicht, ich vertraue hier den von Wago. Und wenn es mal in der Dose enger zugehen sollte, so eine Spitzzange schadet auch nicht. Doch jetzt kommt das Allerwichtigste. Denkt bitte an die 5 Sicherheitsregeln des VDE. Macht das nicht selbst, lasst es nur von einem Fachmann machen. Leute, ihr spielt hier mit eurem Leben, das ist es absolut nicht wert. Bei mir wurde die Montage des Shelly 2 PM Gen 3 nun fachmännisch vorgenommen und wir gehen jetzt rüber und bringen das Ganze mal in die Shelly App. Kommen wir nun zur Verbindung des Shelly 2 PM Gen 3 mit der Shelly App. Ganz wichtig natürlich, nachdem das Ganze bei euch montiert wurde und ihr den Strom wieder eingeschaltet habt, bewegt euch bitte in die Nähe des Gerätes. Ich hoffe, ich selber bin in der Nähe des Gerätes, ansonsten muss ich gleich aufstehen. Dazu öffnen wir jetzt einmal die Shelly App. In der Shelly App angekommen können wir jetzt sehen, dass ein neues Gerät bei mir gefunden wurde anhand des Bluetooth-Scans. Das ist sehr gut. Ich kann jetzt hier auf Gerät hinzufügen drücken und dann beginnt der Initiierungsprozess. Aber das mache ich jetzt nicht. Das ist, sage ich mal, der Happy Paths. Das ist der beste Weg, wenn es klappt, wenn er das sofort erkennt. Es kann sein, dass es bei dem einen oder anderen nicht funktioniert. Deshalb machen wir es über den manuellen Weg. Ich drücke das einmal weg. Ihr drückt jetzt unten rechts einmal auf das Plus. Und dann habt ihr mehrere Möglichkeiten, hier das hinzuzufügen. In diesem Video machen wir das über den Bluetooth-Weg, das hinzuzufügen. Wir drücken jetzt einmal auf Weiter. Jetzt können wir hier sehen, dass er unser Shelly 2 PMG3 erkennt. Wunderbar. Markieren das einmal an und drücken auf Weiter. Jetzt bekomme ich hier den Hinweis, dass es zu meinem WLAN hier verbunden wird. Und nach der Aufnahme kann ich Bluetooth deaktivieren und WLAN AP. Das ist okay. Das ist auch standardmäßig so eingestellt, dass es danach deaktiviert wird. Das passt so. Und dann drücke ich unten rechts auf Gerät hinzufügen. Jetzt wird hier der Prozess gestartet. Nutzen wir die Zeit doch sinnvoll, während das System lädt. Lasst doch ein Abo da, ein Like. Und um solche Videos zukünftig nicht zu verpassen, aktiviert die Glocke, dann bekommt ihr immer einen Hinweis, sobald ein neues Video zur Verfügung steht. Ich bedanke mich schon mal im Voraus. Viel Spaß mit dem Video. Es scheint so, als würde es jetzt bei mir nicht genau klappen, weil ich an der Grenze zur Bluetooth-Reichweite bin. Ich stehe mal kurz auf
und mache das in der Nähe, aber ihr könnt immer noch meine Stimme hören. Jetzt wird das Ganze hier zu unserem WLAN hinzugefügt. Wunderbar, das hat nun geklappt. Jetzt geben wir dem Gerät hier einen Namen. Jetzt könnt ihr dem Ganzen auch ein Bild geben oder ihr könnt hier diese Standardbilder nehmen. Hier gibt es auch ein tolles für Rollladen, zum Beispiel dieses hier. Aber ich behalte dieses und dann drücke ich auf Weiter. Jetzt fügt ihr das bitte einem Raum hinzu. Wenn ihr noch keine Räume habt, könnt ihr hier neue Räume definieren. Und dann drücke ich einmal auf Speichern. Jetzt wird das Ganze hier mit meinem Shelly-Konto verknüpft und dann können wir das ganz normal über die Shelly-App und über WLAN steuern. Jetzt haben wir hier die zwei Geräte und wir warten kurz die ausstehende Verbindung ab. Sollte das bei euch etwas länger dauern, dann macht einmal die Shelly-App zu und wieder auf. Und hier auf der Oberfläche gibt es ein paar spannende Sachen, die ich euch zeigen möchte. Natürlich haben wir hier eine Wattanzeige und die derzeitige Spannung. Und hier mit dem Knopf können wir das Ganze schalten und steuern. Später, wenn wir es zum Rollladen ändern und die Kalibrierung gemacht haben, bekommen wir dort auch andere Knöpfe. Aber dazu kommen wir noch. Hier diese drei Symbole möchte ich noch mit euch durchgehen. Das erste ist, dass es noch nicht mit jemand anderem geteilt wurde, also nur ich selbst nutze es. Diese Wolke in der Mitte bedeutet, es ist mit der Shelly Cloud verbunden. Wenn wir es später in den Einstellungen von der Shelly Cloud trennen, dann ist die Wolke grau. Und das dritte, diese zwei Pfeile im Kreis bedeutet, ein Update dafür wäre verfügbar. Dadurch, dass es aber ausgegraut ist, ist kein Update dafür verfügbar. Nur für euch zur Info. Und jetzt, nachdem wir hier die Basics durch haben, würde ich sagen, gehen wir rein in die Einstellung. Bevor wir uns jetzt maximal in die Einstellung vertiefen, zeige ich euch ganz kurz, wie ihr vom Schaltermodus zum Rollladenmodus wechseln könnt. Denn ich denke, das ist hier für die meisten ganz spannend. Dazu drücken wir einmal auf das Gerät, dann ganz unten auf das Zahnrad und dann oben bei Geräteprofil. Und dort wechselt ihr einmal von Schalten zur Abdeckung. Und wenn ihr das gemacht habt, dann macht das Gerät hier einmal einen Neustart. Also wundert euch dort nicht. Wartet dort den Neustart kurz ab. Und dann seht ihr schon, die zwei Geräte sind verschwunden. Es ist nur noch ein Gerät, wo ich jetzt mit oben und unten das Ganze steuern kann. Und wenn ich in das Gerät reingehe, dann habe ich hier in diesem Bereich noch keinen Schieberegler. Dazu kommen wir gleich. Das kommt dann in Einstellungen. Aber jetzt könnt ihr schon mal den Rollladen hoch oder runter machen. Ich denke, das ist schon mal sehr viel wert. Um jetzt in die Einstellung reinzukommen, reicht es einfach nur hier auf das Gerät drauf zu drücken. Wir sind jetzt hier auf der Oberfläche. Oben rechts bei diesem Bleistift können wir die Einstellung von vorhin nochmal verändern, sofern wir uns hier nochmal umentscheiden möchten. Wir werden jetzt der Reihe nach die Reiter links hier durchgehen und uns die einzelnen Punkte hier gemeinsam anschauen. Kommen wir nun zum zweiten Reiter und das Benachrichtigung. Sollte es Benachrichtigung für dieses Gerät geben, dann könnt ihr diese hier finden. Der dritte Reiter ist der Reiter des Verbrauchs und dort könnt ihr auch hier über das Dropdown das Ganze nochmal verändern, auch noch Benutzer definiert und könnt es dann hier euch dementsprechend anzeigen lassen. Ihr könnt auch hier mit diesem Knopf hier die Anzeige verändern und auch andere Farben oder Arten der Grafik hier nutzen. Ganz wichtig, diese Verbrauchsstatistik bekommt ihr nur, wenn ihr mit der Shelly Cloud verbunden seid. Das heißt, wenn ihr euch von der Shelly Cloud trennt, solltet ihr vielleicht eine andere Lösung parat haben, um hier eure Verbrauchsstatistiken tracken zu können. Zum Beispiel Home Assistant. Der vierte Reiter ist für den Aktivitätenprotokoll. Dort könnt ihr immer sehen, wann was mit diesem Gerät gemacht wurde. In dem Fall, wann es an und wann es ausgeschaltet wurde. Der Reiter Zeitschaltuhr ist relativ einfach erklärt. Ihr könnt hier zum Beispiel automatisch einschalten oder automatisch ausschalten machen. Und wenn es zum Beispiel ausgeschaltet war, dann wird es nach x Sekunden wieder eingeschaltet. Relativ einfach. Der nächste Reiter ist relativ einfach erklärt, und zwar das sind die Zeitpläne. Ihr seht schon, ich habe hier bereits ein Beispiel Zeitplan angelegt. Wenn ihr auch einen Zeitplan anlegen möchtet, drückt ihr hier drauf. Dann wählt ihr die Tage aus, wann dieser Zeitplan stattfinden soll. Könnt den einfachen Modus oder den fortgeschrittenen Modus hier machen. Ich bleibe hier beim einfachen, drücke auf Weiter. Dann sage ich, zu welcher Uhrzeit hier etwas passieren soll, zum Beispiel Rollladen hochfahren oder runterfahren. Dann drücke ich auf Weiter. Dann hier wähle ich eine Aktion aus. Und dann habt ihr hier die lokale Aktion. Könnt natürlich weitere Aktionen hinzufügen. Und dann nochmal speichern. Und dann habt ihr hier eure Zeitpläne. Und wenn ihr die verändern möchtet, drückt ihr hier auf diesen Bleistift. Wenn ihr es löschen möchtet, natürlich auf die Mülltonne. Und das war's. Der nächste Reiter nennt sich liebevoll Aktionen. Früher hieß es noch URL-Aktionen. Und damit, denke ich, können die meisten mehr anfangen. Dazu drückt ihr einfach auf Aktion hinzufügen. Gebt dann hier einen Aktionnamen ein. Und drückt dann auf Weiter, dann zu welcher Uhrzeit das Ganze stattfinden soll, dann was dort passieren soll und drückt dann auf Weiter, gebt dann hier den URL-Link ein und dann drückt ihr hier auf Speichern, natürlich noch die lokale Aktion nicht vergessen einzutragen und habt das Ganze dann hier
aufgelistet, so wie eben bei den Zeitplänen auch. Spannend ist der Reiter danach, und zwar Zusatzperipherie. Denn hier könnt ihr das Shelly Add-on konfigurieren. Ich habe jetzt kein Add-on dran gemacht. Wenn ihr sehen wollt, wie man so ein Add-on nutzt und konfigurieren kann, schaut einfach mal das Video oben rechts an. Dann könnt ihr das Ganze hier aktivieren, konfigurieren und könnt ihr damit sehr viel Spaß haben und das Gerät zu erweitern. Skripte ist der Reiter danach und ihr könnt hier Skripte erstellen. Könnt auch hier zum Beispiel die Skriptbibliothek öffnen und euch hier diese beispielhaften Skripte anschauen. Könnt das Ganze dann hier übertragen, dann bearbeiten und dann könnt ihr auch hier mit den Skripten und dem Shelly 2 PM Gen 3 arbeiten. Ein weiterer sehr spannender Reiter ist hier Netzwerke. Und zwar könnt ihr natürlich hier nochmal eure WLAN-Einstellung verändern, wie ihr sehen könnt. Spannend auch, ich kann hier meine IP-Adresse sehen, welche mir hier meine Fritzbox zugeordnet hat. Bei euch ist die IP-Adresse natürlich eine andere, weil euer Router euch andere Adressen zuordnet. Aber hier könnt ihr das sehen. Und ganz spannend, wenn ich da jetzt mal drauf drücke, dann lande ich auf der Web-Oberfläche von diesem Gerät und kann dann dazu auch nochmal weitere Einstellungen vornehmen. Es sind die gleichen Einstellungen, nur ihr müsst euch vorstellen, die Web-Oberfläche könnt ihr auch mit einem Tablet oder Laptop oder PC ansteuern und habt dann auf einem großen Bildschirm die Möglichkeit, da viel angenehmer zu arbeiten. Spannend sind dann so weitere Punkte wie Zugangspunkt, Reichweitenverstärker, aber auch WebSocket. Wir haben auch hier den Punkt Cloud und das werde ich später deaktivieren, weil ich das lokal über Home Assistant nutze und dann muss ich hier die Cloud nicht nutzen. Weiter drunter haben wir den Punkt Bluetooth und der ist dann cool, wenn ich das aktiviere, dann kann ich hier das Ganze als Bluetooth Gateway benutzen und das bedeutet, dass meine Shelly Blue Geräte dann die Möglichkeit haben, sich über das Shelly 2 PM Gen 3 quasi als Brücke dann mit meinem WLAN zu verbinden. Das ist natürlich sehr cool und empfehle ich euch auf jeden Fall. Und dann seht ihr schon, Bluetooth Gateway aktivieren. Kann man dann hier einmal aktivieren. Und jetzt ist meine Bluetooth-Abdeckung für Shelly Blue Geräte erweitert. Und weiter unten haben wir den Punkt MQTT, wenn ihr damit arbeiten möchtet. Für mich jetzt nicht relevant, aber wollte ich noch erwähnt haben. Auch interessant ist der Punkt danach, und zwar virtuelle Komponenten. Das geht, wie ihr hier an dem Text sehen könnt, nicht über die Shelly App. Dazu müsst ihr auf die Web-Oberfläche und könnt euch dann virtuelle Komponenten hier erstellen. Diese werden dann hier aufgelistet, aber bearbeiten geht nur über die Webschnittstelle. Was das Shelly 2 PM Gen 3 im Gegensatz zum Shelly 1 Gen 3 auszeichnet, hat es auch hier die Möglichkeit, das auch als Schutzmechanismus zu nutzen. Wir können hier den maximalen Leistungsschutz eingeben, standardmäßig bei 2800 Watt. Das heißt, wenn ich niedriger eingebe und Geräte ziehen mehr, dann bekomme ich hier eine Warnung und auch das Shelly-Gerät würde dann ausgeschaltet werden. Dann haben wir den Punkt maximaler Spannungsschutz, maximaler Stromschutz, hier in Ampere, dann Unterspannungsschutz und dann auch nochmal automatische Wiederherstellung bei Unter- oder Überspannung. Also diese Möglichkeiten geben euch allgemein die PM-Geräte von Shelly. Das ist jetzt beispielhaft hier beim Shelly 2 PM Gen 3. Als nächstes haben wir den Punkt Anwendungseinstellung und dort haben wir zum Beispiel den Punkt Gerätekartenanpassung und damit ist diese Karte vorne gemeint, die ihr vorhin gesehen habt. Und dort könnt ihr diese Sachen zum Beispiel deaktivieren, könnt ihr die Aktion anzeigen lassen oder die Parameter anzeigen lassen. Könnt dann hier auswählen, welche Parameter ihr anzeigen lassen möchtet. Könnt auch nochmal den kleinen Parameter-Slot hier so definieren, wie ihr das gerne haben möchtet. Also das finde ich toll. Das gab es früher übrigens nicht. Durch das Update von der Shelly-App kann man das jetzt mehr oder weniger bei jedem Shelly machen. Dann könnt ihr nochmal den Gerätetyp definieren. Könnt es hier zum Beispiel bei der Energieberechnung ausschließen, könnt eine PIN-Sperre machen, vom aktivierten Protokoll ausschließen und so weiter. Als vorletzten Punkt haben wir den Punkt Teilen. Das heißt, wenn ihr das mit anderen Menschen teilen möchtet, dann gebt ihr einfach die E-Mail-Adresse ein, die bekommt eine Einladung und dann könnt ihr dieses Gerät auch steuern. Natürlich dann spannend, wenn ihr die Cloud aktiviert habt, dann könnt ihr das auch von der Ferne steuern. Aber ihr könnt zum Beispiel auch mit eurem Partner, Partnerin, Ehefrau teilen oder auch Kindern. Und die können es dann auch zum Beispiel auch nur lokal nutzen, wenn ihr die Cloud deaktiviert. Somit waren das, sag ich mal, hier zu den Konfigurationsparametern. Jetzt kommen wir zu einem weiteren großen Punkt, und zwar zu den Einstellungen. Der erste Punkt bei den Einstellungen ist der Energiesparmodus. Das mache ich immer an, weil die Rollladen fahren bei mir morgens hoch, abends runter, that's it.
die fahren jetzt nicht am Tag 100 Mal hoch und runter und lassen irgendwelche komplizierten Skripte hier ausrechnen. Und das empfehle ich auch für euch, wenn es so ähnlich ist. Dann reduziert sich auch die CPU-Temperatur und der Aktor selbst strahlt dann nicht so viel Wärme aus. Jetzt kommt mit Abstand die wichtigste Einstellung überhaupt, und zwar Geräteprofil. Und dort können wir nämlich umschalten zwischen, ob wir es als Schalter benutzen möchten oder als Abdeckung. Und Abdeckung bedeutet hier zum Beispiel Rollade, Jalousien. Kommen wir zum Eingabetyp. Hier könnt ihr festlegen, ob eure Rollladen Schalter sind oder Taster sind. Meine sind Schalter, deshalb passt das für mich. Solltet ihr Taster haben, legt ihr das dementsprechend fest. Jetzt haben wir einen Schwellenwert für Leerlaufleistung und der ist standardmäßig bei 2 Watt. Ich lasse das so, und wenn euch hier das nicht genügt, dann könnt ihr hier an den Parameter ein bisschen rumspielen und es für euch einstellen. Kommen wir zum Punkt Leerlaufbestätigungszeitraum. Könnt ihr auch hier einstellen zwischen 0,25 und 2 Sekunden. Richtet das hier auch bitte so ein, dass es für euch zu Hause passt. Kommen wir nun hier zum Modus der Steuertaste. Schiebt es mal kurz hoch. Und hier geht es darum, was für ein Schalter-Taster hier im Detail habt. Ich selber habe Dual, das heißt, die eine Seite fährt runter und die andere Seite fährt hoch. Aber wenn ihr dort zum Beispiel nur so einen Einzelnen habt, dann macht ihr das. Oder wenn ihr das auch als abgetrennt nutzen möchtet, sodass die Schalter nicht den Rollladen steuern, könnt ihr dann hier abgetrennt machen, dann könnt ihr das nur noch über virtuellen Weg steuern. Das geht natürlich auch. Hilft natürlich auch als Kindersicherung. Die beiden nächsten Optionen Richtung umkehren und Eingänge vertauschen sind dann relevant, wenn bei der Verkabelung, das heißt, wenn ihr den Draht für hoch bei dem Schalter unten angeklipst habt, dann könnt ihr das hier einmal vertauschen. Der nächste Punkt ist neben dem Switch von Schalter zur Abdeckung der zweitspannendste Punkt, und zwar die Kalibrierung. Wenn ihr auf Kalibrierung starten drückt, passt bitte immer auf, dass die Shelly App geöffnet ist. Die Shelly App wird dann eine Kalibrierungsfahrt ausführen. Das dauert so circa, ich würde sagen, 2 Minuten. Dabei fährt der Roller in unterschiedliche Stellungen hoch und runter. Und wenn er dann fertig ist, bekommt ihr diesen Slider, wo ihr dann so über einen Slide festlegen könnt, zum Beispiel 33%, 50%, könnt ihr dann so festlegen, wo dann der Roller geöffnet oder geschlossen werden soll. Ich mache das jetzt und dann können wir das später auch sehen. Die Kalibrierung wurde nun bei mir erfolgreich abgeschlossen und dann haben wir jetzt nun hier diesen Slider und können dann hier individuell prozentuale Position festlegen, wo dann der Rollladen hier fährt. Und ihr habt hier auch kurz diese Diskette gesehen. Dann kann ich das jetzt zum Beispiel speichern. Dann ist das jetzt zum Beispiel meine bevorzugte Position und kann dann dort immer wieder zugreifen. Als nächstes kommt der Punkt Aktion beim Einschalten. Es ist etwas kryptisch. Das bedeutet nichts anderes, wenn mal Stromausfall war oder Shelly Strom verloren hatte. Und wenn dann wieder das Shelly Strom bekommt, wie sich das Shelly verhalten soll. In dem Fall ist es standardmäßig auf Stopp. Ihr könnt aber öffnen oder schließen machen, wenn es wieder Strom bekommt, je nachdem, wie ihr das braucht. Ihr habt dann hier bei Fristen für Bewegung hier die Möglichkeit, in Sekunden einzustellen, wie lange er für den Öffnungsvorgang brauchen darf und wie lange er für den Schließvorgang brauchen darf. Spannend ist auch hier der Hinweis, wenn die Kalibrierung aufgrund von Zeitlimits fehlschlägt, vielleicht ist ja euer Motor langsam, dann könnt ihr hier die Werte nochmal verändern, also nach oben korrigieren und dann die Kalibrierungsfahrt noch einmal starten. Hier haben wir den Punkt Jalousie-Kippsteuerung. Ich habe jetzt keine Jalousie, möchte euch aber hier einmal die Einstellungsmöglichkeiten zeigen, damit ihr dann wisst, was hier mit dem Shelly 2 PM Gen 3 in Bezug auf Jalousie möglich ist. Als nächstes haben wir den Punkt Gerätenamen, könnt ihr hier nochmal verändern. Wir haben den Punkt Firmware-Version, das Gerät ist auf dem neuesten Stand. Ihr könnt auch automatische Aktualisierung hier vornehmen lassen. Ist natürlich mit Vorsicht zu genießen, nur für euch zur Info. Dann haben wir den Punkt G, Standort und Zeitzone. Bei Geräteneustart könnt ihr dann hier softwareseitig einen Restart initiieren. Ihr könnt auch hier den Werksreset machen über die Software. Wie man ein Reset über das Gerät selbst macht, haben wir vorhin schon gelernt. Und dann kommen wir zu einem ganz spannenden Punkt, Gerätinformation. Und hier haben wir auch nochmal die Geräte-IP, wo wir dann auch auf die Webschnittstelle abspringen können. Das heißt, wenn ich hier drauf drücke, lande ich wieder auf der Webschnittstelle. Und somit sind wir hier mit den Einstellungen fertig. Wir springen kurz rüber ins Home Assistant und schauen uns mal dort das Shelly 2 PM Gen 3 an. Ab dafür!
kommen wir nun zur Integration vom Shelly 2PM G3 hier in Home Assistant. Und sobald der Shelly mit eurem Router verbunden wurde, solltet ihr automatisch in Home Assistant eine Benachrichtigung bekommen, dass ein neues Gerät entdeckt wurde. In dem Fall nicht. Okay, sehr schade, ist jetzt der Vorführeffekt. Aber ist nicht schlimm. Wenn ihr keine Benachrichtigung erhaltet, geht ihr einmal zu den Einstellungen und dann zu Geräte und Dienste. Und hier können wir schon das Shelly 2PM G3 sehen. Aber was ich eher meine ist, auch wenn ihr das hier nicht sehen solltet, drückt ihr unten rechts auf Integration hinzufügen und dann gebt ihr hier bitte einmal Shelly ein. Und dann bekommt ihr hier dieses Pop-up. Hier gebt ihr bitte die IP-Adresse ein von eurem Shelly. Wo ihr die IP-Adresse bekommt, habe ich euch in der Shelly-App an mehreren Stellen gezeigt. Sobald ihr das dann hier eingegeben habt, drückt ihr auf Bestätigen. Port könnt ihr bei 80 lassen und dann bekommt ihr folgendes Fenster. Dieses hier. Und dann könnt ihr das hier einem Bereich hinzufügen. Ich nehme jetzt hier Esstisch und dann drückt ihr auf Fertig. Jetzt wurde der Shelly hier zum Shelly-Bereich reingepackt und dort gehen wir rein. Wie ihr sehen könnt, ich habe dort bereits 67 Geräte. Dadurch, dass wir mit diesem Shelly noch gar nichts gemacht haben, hat er einen relativ kryptischen Namen. Dafür müsst ihr runterscrollen bis zum Buchstaben S und da ist es auch schon. Shelly 2PM G3 mit einem Zahlen-Buchstaben-Kombination. Wunderbar. Bevor wir hier in die Details des Gerätes gehen, möchte ich euch zwei Sachen zeigen. Zum einen, über die drei Punkte rechts könnt ihr hier das Gerät auf dieser Übersicht umbenennen. Ganz wichtig, die Entitäten und Sensoren werden hier damit noch nicht übernommen. Das kommt gleich. Nichtsdestotrotz ändere ich hier kurz den Namen. Jetzt wurde es alphabetisch geordnet und da ist es schon, unser Shelly 2PM G3. Und jetzt kommen wir zum Knopf Konfigurieren. Wenn wir den drücken, bekommen wir ein Pop-up und der ist ganz spannend. Mit Home Assistant und einem Shelly der Reihe Plus, Pro oder G3 könnt ihr dieses Bluetooth Gateway, was dieses Gerät hier nativ zur Verfügung stellt, nicht nur für Shelly-Geräte nutzen, sondern auch für Nicht-Shelly-Geräte, zum Beispiel Xiaomi Flower Care Sensoren. Das bedeutet, dieses Gerät kann die Reichweite von allen Bluetooth-Geräten, die mit Home Assistant assoziierbar sind, erweitern. Und wie funktioniert das? Zum einen könnt ihr das deaktiviert lassen, dann passiert gar nichts. Ihr könnt das auf aktiv stellen, dann wird hier das Gerät permanent die Bluetooth-Geräte nach Datenpaketen anfragen. Das führt dazu, dass die Batterielebensdauer darunter leidet. Wenn ihr es aber auf passiv setzt, das ist die Einstellung, die ich mehr oder weniger immer nutze, dann wartet ihr das Gerät, bis das Bluetooth-Gerät von alleine ein Datenpaket zur Aktualisierung versendet, nimmt das auf und leitet das weiter ins Home Assistant, um dann diese Aktualisierung dort wiederzuspiegeln. Und jetzt drücken wir auf Bestätigen und haben hier Erfolg. Und jetzt können wir hier in das Gerät reingehen. Im Gerät drin werden wir als allererstes hier oben rechts mal den Namen hier ändern. Die Änderung davon bewirkt auch, dass die Sensornamen hier verändert werden. Dazu drücken wir auf dieses Bleistift, geben dann hier den Namen ein, den wir möchten. Und sobald wir auf Aktualisieren drücken, wird er das Ganze übernehmen. Davor werden wir hier mit einem Pop-up gewarnt, dass die Entität-IDs sich verändern. Wunderbar. Jetzt gibt es derzeit noch einen Bug, dass hier die einzelnen Sensor- und Entitätsnamen nicht übernommen wurden. Ich werde das kurz ändern, damit es hier nicht wie so ein Kauderwelsch aussieht. Und dann machen wir hier sofort weiter. Wunderbar, das hätten wir nun erledigt. Also schauen wir uns das Ganze mal jetzt im Detail an. Wir haben auf der linken Seite die Gerätinformation und dort ist etwas ganz Spannendes. Wenn ihr hier auf Besuchen drückt, dann öffnet sich hier ein neues Browserfenster und ihr seid wieder auf der Web-Oberfläche vom Shelly. Dieser Knopf Besuchen funktioniert bei allen Shellys, die so eine Web-Oberfläche zur Verfügung stellen können. Wenn wir nun weiter runter scrollen, kommen wir zum Bereich Automatisierung, Szenen und Skripte und dort werden dann die jeweiligen Sachen hier aufgelistet und könnt dann reinspringen und dann das dann jeweils verändern. Oben in der Mitte haben wir den Bereich Störelemente und ich kann jetzt hier den Rollladen hochfahren lassen, stoppen und dadurch, dass er ganz unten ist, ist hier dieser Knopf ausgegraut. Wenn wir runtergehen zum Bereich der Sensoren, haben wir hier einmal die Kilowattstunden und einmal hier die Leistung. Wir haben hier noch weitere versteckte Entitäten wie Ampere und Spannung, aber das brauche ich jetzt nicht. Könntet ihr euch einfach hier über das Zahnrad dann aktiviert anzeigen lassen, aber wie gesagt, für mich ist das nicht relevant. Wenn wir nun weiter runtergehen, haben wir den Bereich Konfiguration und da gibt es zwei spannende Sachen. Zum einen haben wir hier den Punkt Firmware. Das bedeutet,
Sobald Shelly ein Firmware-Update für dieses Gerät zur Verfügung stellt, kann ich das über Home Assistant aktualisieren. Das ist sehr cool. Und ich kann hier mit diesem Knopf bei Reboot das Gerät softwareseitig neu starten lassen. Im Bereich Diagnose haben wir hier Overcurrent, Overheating, Overpowering, Overvoltage. Und es gibt noch einen weiteren Sensor. Und das müsste dieser hier sein. Und das ist hier für die Gerätetemperatur. Das heißt, damit könnt ihr dann die interne Gerätetemperatur, die CPU-Temperatur, hier von diesem Gerät auslesen. Ist manchmal ziemlich cool. Könnt ihr dann hier aktivieren und das Ganze dann hier nachverfolgen. Und dann haben wir noch auf der rechten Seite hier unser Logbuch und das war's. Somit sind wir hier mit dieser Oberfläche fertig. Was ich euch noch mit auf den Weg geben möchte, ist einmal die Geschichte mit dem Energiedashboard. Dort springen wir mal kurz hin. Dadurch, dass es ein PM-Gerät ist, könnt ihr das hier im Bereich Energiedashboard hinzufügen und dann wird das hier getrackt. Entweder über diese Sichtweise oder auch hier bei Gesamtnutzung einzelner Geräte. Das können nur die PM-Geräte und das solltet ihr auf jeden Fall ausnutzen. Dann habt ihr hier so eine coole Statistik und könnt das Ganze viel besser nachvollziehen. Und was ich euch noch mit auf den Weg geben möchte, ist hier im Bereich der Steuerung. Wir haben das zwar eben im Bereich des Shellys gesehen, aber hier seht ihr das zum Beispiel auf einer Karte. Ich kann das hier nach oben steuern, ich kann es stoppen, ich kann es nach unten steuern. Wir sehen, dass es derzeit bei 11% ist. Und natürlich haben wir auch hier einen Slider, womit wir dann auch arbeiten können. Nur das für euch als Info. Und so kann man das Ganze dann in Home Assistant steuern und nutzen. Und ich denke, das hilft dann den ein oder anderen, das Ganze viel besser nachzuvollziehen. Somit wären wir hier durch. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt rüber ins Outro und hören uns mal das Fazit an. Ja, das war's auch schon. Ihr seid zum Outro angekommen. Kommen wir zum Fazit vom Shelly 2 PM Gen 3. Die große Frage, die ich mir stelle, ist, wann würde ich mir ein Gen 3 Gerät kaufen und wann würde ich mir noch ein Plus Gerät kaufen? Und das beantworte ich euch ganz schnell. Wenn ihr weder mit Meta noch mit virtuellen Komponenten oder sonst irgendwelchen Schnickschnack was zu tun haben wollt und das auch gar nicht braucht, dann greift jetzt zu den Plus Geräten. Dann könnt ihr das über die Shelly App steuern, über Home Assistant steuern, über eure Schalter steuern und das Teil funktioniert und wie gesagt, bei mir verrät das schon, seit es Plus Geräte gibt, seinen Dienst hier. Wenn ihr aber sagt, hey, ich möchte für die Zukunft gewappnet sein, ich möchte Meta haben, ich möchte was mit virtuellen Komponenten tun, ich brauche den Speicher, um irgendwelche Skripte dort dauernd hoch und runter zu fahren, dann greift hier zum Shelly 2 PM Gen 3. Dann seid ihr für die Zukunft gerüstet, der Chip ist leistungsstark, der Flash-Speicher ist mit 8 MB groß genug und ihr werdet permanent oder solange es halt dieses Gerät gibt, mit Updates von Shelly versorgt, sofern ihr das natürlich möchtet. Das ist meine Sichtweise auf diese Sache. Wenn ihr das anders seht, schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Ich tausche mich gerne mit euch aus. Auf diesem Kanal, Achtung, wurde bisher jedes Kommentar beantwortet. Also wenn das keine Motivation ist, also Leute, schreibt mal was rein. Mal sehen, ob ich euch antworte oder nicht. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, die ganze Thematik hier mit den Shellys, speziell mit Rollladen-Shelly hier, noch besser zu verstehen, über ein Like freue ich mich. Leute, bald ist Zahltag. Ich muss an den Algorithmus wieder meine Likes abgeben. Bitte, haut auf die Tasten. Ansonsten, wenn jemand anderes auch seine Rollladen smart machen sollte oder seine Lichter oder Steckdosen und dafür dieses Gerät nutzen sollte, dann nehmt dieses Video und teilt es einfach mit denen. Ich denke, diejenigen werden sich auf jeden Fall freuen, auch dieses Video mal angeschaut haben. Somit sind wir durch. Meine Stimme ist schon fast am Ende. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Habt eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao.